Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Wir haben uns ja jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Das lag daran, dass ich ein bisschen im Umzug Stress war, wie man vielleicht sehen kann. Wie gefällt es euch denn? Schreibt es in die Kommentare. Heute machen wir im RPG Maker MZ eine kleine Plattform, auf der man sich bewegen kann, die einen von A nach B transportiert. Ihr kennt das, in verschiedenen Games kommt das vor und das machen wir heute im RPG Maker. Viel Spaß dabei! Als erstes machen wir ein Loch, über dem sich die Plattform bewegen soll. Dann erstellen wir am Rand ein neues Ereignis, das die Plattform wird. Sucht eine passende Grafik aus und klickt auf OK. Stellt die Bewegung auf Benutzer definiert, dort geben wir eine Bewegungsroute ein. Zuerst warten wir 60 Frames. Danach stellen wir Durchgang auf An, damit sich die Plattform über das Loch bewegen kann. Wenn Durchgang auf An ist, kann man über Sachen laufen, die nicht passierbar sind. Jetzt soll sich die Plattform bewegen. In meinem Fall ist das Loch 3 Kästchen breit. Also bewegt sich die Plattform dreimal nach oben. Jetzt stellen wir Durchgang auf Aus, danach warten wir wieder 60 Frames. Nach den 60 Frames wieder Durchgang auf An. Und wir bewegen das Ereignis wieder 3 Kästchen nach unten. Nun stellen wir Durchgang wieder auf Aus. Wir testen kurz das Game, ob sich die Plattform auch richtig verhält. Wir sehen, es bewegt sich nach oben, macht eine kleine Pause und kommt wieder zurück. Nun müssen wir uns darum kümmern, dass der Held mit der Plattform mitfahren kann. Wir klicken doppelt auf die Plattform und stellen Priorität auf Untercharakter, damit wir später auf der Plattform stehen können. Auslöser setzen wir jetzt auf Spieler berühren. Nun klicken wir in die leere Zeile und gehen zu den bedingten Abzweigungen. Auf der dritten Seite wählen wir Charakter aus und ist nach oben zugewandt aus, damit wir die Bedingung erst triggern, wenn der Held nach oben schaut. Macht einen Haken bei Else-Fall und klickt auf OK. Diese Bedingung kopieren wir jetzt, fügen sie in den Else-Fall ein. Bei dieser Bedingung ändern wir noch die Gesichtsrichtung nach unten. Jetzt klicken wir in die erste Bedingung und wählen Bewegungsroute aus. Wählt oben links Spieler aus. Wir schalten G-Animation auf Aus, damit der Held keine Animation mehr hat, wenn er sich bewegt. Als nächstes stellen wir die Bewegung genauso langsam wie unser Ereignis. In meinem Fall auf zweimal langsamer. Je nachdem, wie schnell euer Event sich bewegt, müsst ihr das Tempo dem Helden anpassen. Jetzt schalte ich wieder Durchgang auf An. Nun lasse ich den Helden dreimal nach oben bewegen und am Schluss füge ich einen kleinen Sprung nach oben ein, damit es so aussieht, als würde der Held von der Plattform springen. Dafür gebe ich bei Springen Y-1 ein. G-Animation schalten wir wieder ein. Durchgang auf Aus. Jetzt stelle ich die Bewegungsgeschwindigkeit wieder auf Normal. Macht jetzt noch einen Haken bei Warten auf Schluss und klickt auf OK. Vor dieser Bewegungsroute erstellen wir jetzt noch eine für die Plattform. Dafür wählen wir oben links dieses Event aus. Das Event bewegt sich dreimal nach oben, dann 5 Frames warten, anschließend dreimal wieder nach unten. Dann am Anfang stelle ich noch Durchgang auf ein und am Ende stelle ich es wieder aus. Anschließend 60 Frames warten. Den Haken bei Warten bis fertig können wir hier entfernen. Stellt bei jeder Plattform, die ihr erstellt, sicher, dass sie wieder auf die eigentliche Position zurückfährt, da sonst der Maker mit der Bewegungsroute durcheinander kommt. Jetzt haben wir schon mal eine Richtung nach oben fertig. Beim Testlauf sehen wir, dass sich der Held mit der Plattform bewegt und dann abspringt. Nun kopieren wir die beiden Bewegungsroute und fügen sie in die zweite Bedingung ein, wenn der Held nach unten blickt. Dort müsst ihr einfach nur den Fahrweg umdrehen. Statt dreimal nach oben, dann nach unten, machen wir hier das Gegenteil. Zuerst dreimal nach unten, dann nach oben. Durchgang an und so weiter kann so bleiben, wie es ist. Das machen wir bei dem Spieler und bei dem Event. Bei der Springanimation geben wir bei Y diesmal +1 an
Jetzt können wir mit dem Helden von beiden Seiten aus auf der Plattform mitfahren. Das gleiche können wir jetzt auch mit rechts und links machen. Kopiert das komplette Event, ändert zuerst die benutzerdefinierte Bewegung. Diesmal bewegt sich die Plattform dreimal nach rechts, dann nach links. Ihr müsst jetzt noch die Bewegung ändern, der Rest bleibt so stehen. Jetzt ändern wir noch die bedingte Abzweigung, die erste in Blickrichtung rechts und die zweite in Blickrichtung links. Im ersten Fall bewegen wir den Helden dreimal nach rechts und die Plattform dreimal wieder nach links. Sprunganimation vom Held setzen wir hier auf X plus 1. Sollte der Held nach links blicken, machen wir das gleiche wieder umgedreht. Zuerst nach links und die Plattform wieder nach rechts. Somit können wir einmal von oben nach unten fahren oder von links nach rechts. Ihr könnt auch eigene Bewegungsrouten erstellen. Das Wichtigste ist, dass die Plattform wieder zurückfährt, an den Anfangspunkt, damit der Maker nicht durcheinander kommt. Jupp, das war's wieder mit diesem Tutorial. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Tag- und Nacht wechselnd in eurem Game braucht, dann geht mal hier auf ein Video, was ich euch hier jetzt gleich irgendwo verlinke. Bis dahin, tschüssikowski!